Zimmer! Nossa! Nossa! Das Thema auf unserer Projektarbeit ist das Dazwischen. Und wir haben ein Unterthema gewählt, Dazwischen in der Architektur. Delícia, delícia, assim você me mata. Unser Ziel war es, diverse Dazwischen in der Architektur zu analysieren und mit einer fotografischen Technik darzustellen. Unsere Hauptarbeit besteht aus vier Hauptteilen. Also nehmen wir einen Farben-an-sich-Kontrast, einen Warm-Kalk-Kontrast, ein Simultankontrast und ein Komplementärkontrast. So, unsere Grundidee war es, einzelne Bilder von Fugen, also von Wänden zu erstellen und die dann am Photoshop abstrakt zu verzehren, zu bearbeiten, mit Spezialeffekten zu verziehen. Um diesen Effekt zu erstellen, haben wir im Photoshop einen Verzerrungsfilter benutzt, um die so abzuziehen. Sábado na balada. Um den Warm-Kalk-Kontrast zu verzehren, haben wir zuerst vom Grundbild aus haben wir auf beiden Seiten einen Farbfilter drüber gelegt und dann in der Mitte eine Art Strudel, einen Verzerrungsfilter, der dann da die speziellen verzogenen Fugen ja, besser rüberbringt. Auf dieser Seite haben wir ein Fotomosaik gemacht, das aus vielen einzelnen Fotos wieder eine Bachsteinmauer darstellen soll. Für das haben wir etwa 400 Fotos gemacht und nachher die 250 besten ausgewählt. Sie im Photoshop bearbeitet, indem wir sie schwarz-weiß gemacht haben und noch ein bisschen nachgeschärft haben und so. Und nachher haben wir sie zusammengefügt zu einer neuen Bachsteinuhr. Jedes Foto zeigt eine Situation vom Dazwischen im Hochbau. Passend zum Thema haben wir unser Journal auf dem Sockel ausgestellt. Das zeigt uns auch, wie das Dazwischen, dass man so überall allgegenwärtig ist. Man sieht auch hier, haben wir zum Teil nicht verwendete Arbeiten genommen, dass man auch sichtbar ist. Weil wir nicht das Budget haben, um alles auszudrücken auf den grossen Plakaten. Dazwischen bedeutet für uns so viel wie der Schinken im Sandwich. Que delícia, hein? Ai, se eu te pego!